Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video und es geht weiter mit der Bastelideen-Challenge. Diese Karte dürfte schon vielen bekannt sein, die habe ich gebastelt und zwar möchte ich heute den passenden Briefumschlag dazu gestalten. Dafür habe ich mir folgende Folia-Materialien herausgesucht und zwar das holographische Papier, das bunte Papier, den Briefumschlag und aus dem holographischen Papier habe ich mir einmal zwei Kreise ausgestanzt und aus dem bunten Papier habe ich mir einen Kreis ausgestanzt. So, ich benötige dann nur noch doppelseitiges Klebeband und Klebepads und dann kann das Gestalten auch schon losgehen. Ein Produkt habe ich vergessen und zwar auch die Rubbelinge, die benötige ich dann auch. Jetzt schneide ich mir als allererstes mein Papier hier zurecht und zwar oben, unten, links und rechts lasse ich einen kleinen Rand und ansonsten brauche ich nicht viel dazu zu sagen. Ausschneiden und aufkleben mit doppelseitigem Klebeband. Der nächste Schritt wird es sein, soll ja einfach nur so ein bisschen zur Verzierung sein. Ich werde den großen Kreis hinmachen, den kleineren und dann nochmal einen kleineren Kreis. Das habe ich ausgestanzt mit den Sissek-Stanzschablonen. Wer keine Stanzschablonen hat, macht ganz normal mit Zirkel, ne, und ausschneiden oder mit einer Kreisschablone, gibt es ja auch. So, ich werde das aber so aufbringen, dass ich das Ganze ein bisschen erhöht habe. Ich habe hier diese 3D-Punkte, die sind aber kleiner, von daher nehme ich doppelseitiges Klebeband, was so ein bisschen erhöht ist. Als nächsten Schritt nehme ich mir das Happy Birthday und den Luftballon und da also so wie es hier ist, so schneide ich das hier aus. Den Stern nehme ich auch noch dazu und bringe das hier oben in der Ecke auf. Ich hatte noch überlegt, vielleicht holographisches Papier zu nehmen, aber man muss ja nicht übertreiben. Hingucker soll ja im Endeffekt die Karte dann sein. Von dementsprechend schneide ich mir das jetzt aus und rubbel das dann hier schön drauf. So, und das wäre das Ergebnis, der Umschlag zu der coolen Glückwunschkarte. Also ich finde diese Farbkombi echt toll. Auch hier die Karte, die gefällt mir sowas von gut mit diesem holographischen im Hintergrund und das Bunte im Vordergrund. Ich werde die auch nochmal basteln andersrum. Einfach, dass man mal einen Vergleich hat, wie sieht das aus, wenn das Bunte hinten ist und man hat oben das Holographische dann irgendwie. Oder vielleicht ein Mix. Mal sehen, was ich mir da einfallen lasse. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Es hat euch Spaß gemacht, mir zuzusehen und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Katrin.